Schade. Nee, eine Verbindung habe ich noch nicht. Von dem Land zu dem anderen Land. Aber egal. So, die schicke ich mal hin. Wird langsam echt Zeit, dass ich die platt kriege hier. Sind schon 7,5 Stunden jetzt, die ich hier mit dem Level verbringe. Und ich habe immer noch kein Land in Sicht gesehen hier. So, da sind noch ein paar Speere dazu gekommen. Sehr gut. Nehmen wir gerne. Soldaten nehmen wir gerne. Brauereien, die arbeiten auch tüchtig. Sehr gut. So muss das sein. Eisenerz verfliegt hier langsam. Da ist auch nicht mehr viel. Und Kohle ist auch nicht mehr allzu viel da. Okay. Da müssen wir uns jetzt wirklich ranhalten, dass wir die hier den Haufen noch wegkriegen. Den Haufen Fliegenkacke hier. Sind auf jeden Fall noch nicht sehr viele Soldaten. Wir brauchen auf jeden Fall noch ordentlich was. Und wir brauchen hier den Platz. Und wir können noch hier ein paar Getreidefarmen hinbauen. So. 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 Dann bauen wir hier noch 3 Sensen. Müsste ja gehen, genau, wir haben noch Kohle und Eisen da. Und dann müsste es eigentlich besser laufen mit dem Bäcker. Ah, da fehlt immer noch das Wasser, okay. Aber hier ist kein Fluss, das ist die Kacke. Nur hier oben. Hinbauen. Müssen wir dann mal gucken. So, irgendwie müssen wir es schaffen, an dieser Welle hier noch vorbeizukommen. Wie gesagt, das sind die letzten Soldaten hier, die sie noch haben. Die sind vielleicht zahlenmäßig überlegen, aber von der Kampfstärke her sind sie sehr, sehr schwach. Ich brauche noch ein paar Lager auf jeden Fall. Das Gold noch richtig hübsch zu verpacken. Wollen wir ja hübsch einlagern, ne? Hier ist ja auch schon wieder voll. So, die 2 Soldaten nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Und hier liegt ja auch noch Gold. Hier liegt überall noch Gold und hier sind Steine. Schnappt euch mal das Land hier noch, dann haben wir noch mal Steine da. Sehr gut, das kann natürlich sehr gut gebraucht werden. Ich guck mal, dass ich hier eine Verbindung rankriege. Hier liegt ja noch so viel Kohle und alles, das kann ich doch alles holen. Hier runter. Hierhin wollte ich dich haben. Hier sind noch Soldaten. Die hier unten kommen vielleicht nicht an die Kohle, aber die Jungs, die hier sind, die können an die Kohle rankommen. Das wäre super. Müssten ja dann auch fertig sein. Das ist auf jeden Fall fertig. Dafür noch Steine, okay. Das ist hoffentlich kein Problem. Aber ich glaube doch. In irgendeiner Sicht wird das ein Problem wahrscheinlich sein. Gucken wir mal. Wie viele Steine braucht der denn? 3.
So, gut, das ganze Gold wird jetzt eingelagert. 101 Kampfkraft, ey. Ah. Scheiße. Na, gut. Egal. Ich könnte ja trotzdem noch runterlaufen. Die Sensen haben wir fertig. Ja, ein Getreidefarmer ist schon unterwegs, sehr gut. Dann können wir auch nicht mal die Kohlenminen jetzt wieder flott kriegen hier. Wird auf jeden Fall langsam Zeit. Hier die Soldaten sind auf jeden Fall auch schon ein paar mehr geworden. So, hier geht man hier oben lang. Erstmal dahin. So. Ihr könnt das bisschen ja noch einnehmen hier. Den Stein hier noch mitnehmen zumindest. Und dann öffne ich die Tore hier auf der Seite, damit wir hier noch die Sachen einnehmen können. Die Kohle zumindest schon mal. Und die Steine hier auch noch. Dann kriegen wir auf jeden Fall alles fertig. So. Und hier drin. Die stehen da in die Kessel, die warten nur darauf, dass sie angegriffen werden, so ungefähr. Ja, das wird bald passieren. Da macht euch keinen Kopf. Werde ich sorgen. So, wie sieht es hier aus? Zwei Soldaten dazu kommen, ist nicht viel, aber es ist immerhin. So, die Getreidefarm ist dann auch fertig und die ist auch fast fertig, okay. Alles klar. Ah, okay, die haben doch noch mehr. Wir haben hier, hier, hier und da die Soldaten, alles klar. So. Und ihr geht jetzt auch noch hier hoch. Vielleicht können wir hier nochmal ein paar Kohlenminen hin. Oh, das wäre geil. Dann hätten wir doch nochmal ein bisschen Kohle. Zack, nehmen wir euch gleich mit. Euch 5, dann könnt ihr hier vorne mal suchen. Ihr könnt schon mal einnehmen. Ja, die kommen ja hier bloß nicht vorbei wegen dem scheiß Schnee. Boah, das ändert sich gleich. Dann kommen die da überall vorbei getreten. Dann laufen sie aber. Dann laufen sie. So. Genau zu, weil die hier vorne werden bestimmt laufen dann. Die haben ja nichts zu tun gerade. Die warten dann auf die Steine. Okay, die laufen jetzt nach oben. Die paar. Vielleicht wegen Gold oder so, keine Ahnung. Obwohl, hier liegt ja auch noch Gold. Ah ja, hier. Da laufen sie. Jetzt laufen sie alle los, ey. Mal schauen. Alle erstmal, die hier stehen. Dann hier wahrscheinlich die ganzen. Ah, okay. Ne, hier nicht. Okay, das reicht denen wohl. Na gut, ist ja nicht schlimm. So, da ist Kohle. Da können wir eine Kohlmine hinbauen. Da ist noch Gold, da können wir eine Goldmine hinbauen. Sehr gut. Hoffentlich haben sie hier noch nicht alles ausgebeutet, dass wir hier noch wirklich was ranholen können an Rohstoffen. Dann würde es auf jeden Fall besser aussehen. So, wo ist der dritte Sensenmann? Der müsste... Ah ja gut, der ist unterwegs. Sehr, sehr schön. Na, jetzt geht's ja bergauf. Ich glaube, mit den Soldaten könnte ich schon die erste Fuhr an Gegnern auslöschen. Aber dadurch, dass die ja mehr als nur dieses bisschen haben an Soldaten, nämlich hier auch noch und hier unten,
Wer weiß, was hier noch im Schatten hat. Vielleicht haben die ja noch mehr da. Ich habe es auch von zwei Seiten aus wieder, aber bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Brot aus? Der Bäcker müsste ordentlich zu tun haben eigentlich, oder? Ach nee, der war ja unten irgendwo. Hier, ja, der hat ja doch Brot. Alles klar. Wir können ja die Materiallieferung hier. Kohle braucht kein Fleisch mehr, Kohle braucht kein Fisch mehr, Eisenerz braucht auch kein Fisch mehr. So. Haben wir es mal ein bisschen runtergestuft hier. Was mit denen? Achso? Oh, kann ich. Achso, die sind ja fertig jetzt, stimmt. So, du kannst mal da hinlatschen, wenn du es denn überlebst. Der Steinbruch hat keine Steine mehr. Hier, guck mal, da sind noch welche. Kohle, Eisen, Kohlenmine, Kohlenmine da unten nochmal. Nö, brauche ich nicht. Erstmal wird die Kohle da hochgeschleppt. Die ganze Kohle, die wir von den Gegnern gekriegt haben jetzt. Ja. Schön. So läuft das. Bin ich froh, dass wir es fast geschafft haben hier. Es sind fast 8 Stunden vergangen und ich habe das Level noch nicht geschafft. Zumindest noch nicht, aber wir sind ja gut dabei jetzt. So, die Getreidefarmen arbeiten ja auch jetzt schneller. Wir brauchen halt wirklich. Da sind zwei, genau, und hier sind zwei. Ja. Ich glaube, die wollten hier angreifen. Aber die könnten eigentlich locker angreifen. Das. Und da habe ich erstmal kein Problem mit. Sollen sie das machen? Wollen schon sehen, was sie dann am Ende davon haben. Sehr viel Ärger. Ah, da hat sich einer reingetroffen. Okay. Na gut. Wenn sie so mutig sind. Vielleicht war es auch bloß ein Dings. Nein. Ja. Geologe. Wie gesagt, produzieren können die nicht mehr. Das ist auf jeden Fall vorbei. Steine habe ich keine. Und da kommen noch zwei. Da liegen auch noch zwei. Achso, das fertig dann so gut wie okay. Ja, na ja, klar. Die stehen alle davor, könnten das eigentlich einnehmen, aber machen sie nicht. Da kommen noch die wenigen. Mannschaft reicht hier immer noch nicht. Ich habe zwar so viel Kampfkraft schon, aber das will ich nicht riskieren, dass ich da schon wieder ja, ein bisschen absacke. So, die Fische behalten wir mal, weil wir kriegen ja gleich eine Goldmine. Wenn die Fische ganz gut gebraucht werden. Ich brauche echt nur ein Wasserwerk, ey. Die Bäckerei kann ich die woanders hinbauen. Nervt der Booster. Passt da oben sowieso nicht hin. Was ich machen könnte, ist mit dem Priester dahin schippern. Ich mach das einfach mal. Dann mache ich da ein bisschen Sumpf weg, dann kann da meinetwegen an das Wasser weg hin, dann passt das eigentlich. Sehr gut, jetzt wird das Steinbruch gebaut. Die Kohlenmine ist fertig. Gut, dass wir noch ein paar Minenarbeiter haben. Schön hier. Noch ist nicht die Zeit anzugreifen. Da
Dafür haben wir noch genügend Zeit und Gelegenheit dann. So, Priesterlein. Du wirst mal ins Schiff geladen. Zack. Dich schippern wir mal hier rüber. Ja, hier oben ist okay. Können wir machen. Der Bäcker ist hier. Die Mühle hat auch so viel. Die Schweinefarm kriegt aber auch kaum Getreide. Aber es ändert sich bald, wenn die hier dann richtig loslegen. Dann müssten sie auf jeden Fall ordentlich Getreide kriegen. So, die Minen sind hier fast alle fertig. Sehr schön, das gefällt mir. Da noch eine Kohlenmine hinbauen. Könnt ihr mal hier weitersuchen, vielleicht findet ihr da noch schöne Rohstoffe. Vielleicht noch ein bisschen Eisenerz. Nehme ich auch gern mit. Ist zwar doof, dass die jetzt so weit laufen müssen da mit dem ganzen Zeug, aber ist mir egal. So, es werden immer mehr Soldaten. Nee, 102 Kampfkraft. Kohlenmine. Okay. Gerne doch. Geht mal hier rüber. Ich will noch eine Eisenerzmine wenigstens kriegen. Also hier brauche ich auf jeden Fall noch eine. Ich glaube, hier unten ist noch genug Eisenerz drin. Aber da kann ich gerade nichts hinbauen. Da oben wäre noch Eisenerz. Ja, gut. Ja, wunderbar, sehr viel. Sehr viel Eisenerz. Das nehme ich gern. Es war doof, dass sie halt ein bisschen laufen müssen jetzt, aber. Was soll's. So, komm, hier mit runter. Genau, der arbeitet für sich, die beiden arbeiten hier zusammen, das ist gut. Kohle gefunden. So, der Priester ist auch da. Der kann ja mal hier hin tuckern. Und sich um den Sumpf hier kümmern. So. Jetzt können wir da ein zweites Wasserwerk hinbauen. Hier oben müsste der ja volllaufen mit dem ganzen Bier, weil da sind 8 drin. Da sind zwar 3 drin, da kommt ein 4, aber ist ja egal. Genug haben wir auf jeden Fall. So, hier haben wir auch noch ein paar Soldaten. Ich würde schon fast sagen, dass wir gleich angreifen werden.